Zeit, die ich danach mit Elsa hatte, da habe ich ganz viel gelernt. Wie haben deine Mama und deine beste Freundin darauf reagiert? Die haben ja schon alle kennenlernen dürfen. Ja. Okay, verstehe. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber ich mag enttäuscht das gleich, wow, lassen. Okay. Hallo, Madeleine ist da. Hallo. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist das letzte Video zu Princess Charming. Wie geht's dir eigentlich damit? Das ist ja schon auch jetzt reisewürdig gewesen, ne? Voll. Also ich bin auch sehr, sehr aufgeregt. Ja. Das halt eins der letzten Sachen jetzt so ein bisschen. Ja. Und jetzt geht alles zu Ende, ist schon crazy. Schon krass, ne? Ja. Was machst du denn danach? Also hast du schon, also haben wir es wahrscheinlich schon gesagt, aber hast du irgendwie Pläne oder so? Auch persönliche Pläne? Persönliche, ja. Also ich bin jetzt in den allerletzten Steps von meiner Bachelorarbeit. Ja. Und dann geht's nach Panama. Nur für den kurzen Trip. Ja. Yeah. Und danach mal gucken. Okay, nicht Hongkong. Nicht Hongkong, Leute. Nicht Hongkong. Aber könnt das euch war alle ja beruhigen. Missverständnis, ne? Du hast ja gesagt, vier Monate oder so wärst du gewesen oder so. Oder was hast du denn ja, gesagt? Genau, vier Monate. Also, es wäre ein Auslandssemester gewesen. Okay. Da wäre ich jetzt quasi gerade. Ah, okay. Und das hast du nicht gemacht, weil du genau. Halt ehrlich gesagt, einmal eigentlich der Hauptgrund war, weil ich mir dachte, okay, mentale Gesundheit, dann müsste ich meinen Therapieplatz wieder aufgeben und dies und ach, das scheiße, hin und okay. her. Und dann dachte ich, nee, ich bleib jetzt da, wo ich bin. Okay, ja. Das verstehe ich. Ja. Okay, voll. Das ist jetzt aber quasi ein bisschen mein Einzelleben mit dir gerade. Ja. Das ist voll süß ein bisschen. Voll. Wenn du nicht gerade 20 Frauen datest in so einer Fernsehshow, wie sieht denn da dein Alltag aus? Also wir haben ja gar nicht viel über dich kennenlernen dürfen eigentlich so richtig, weil es primär um das Dating an sich geht. Was machst du denn? Du gehst in die Uni, hast du gesagt, oder Bachelorarbeit schreibst du gerade, ne? Was machst du so? Was sind so deine Hobbys? Was bewegt dich? Also mein Alltag sieht gar nicht so spannend aus, ehrlich gesagt. Okay, du verkaufst das falsch. Scheiße, okay, nochmal. Nein. genau, also ich habe tatsächlich durch die Uni echt super viel immer zu tun. Es ist echt... Ist schon ein Job, ne? Ist heavy, voll, total. Und ansonsten, ich tanze sehr gerne und habe jetzt momentan wieder so das Pole Dancing wieder angefangen. Mach das so geil. Einmal in der Woche. Das ist richtig anstrengend, ne? Also unnormal anstrengend. Ich mach's noch einmal im Monat. Danach bin ich so, okay, ich muss nie wieder ins Gym gehen. Nee, ohne Scheiß. Ja. Wirklich, Wahnsinn. Ja, und ich bin auch wirklich gar keine Sport. Ja. Person. Ich bin richtig faul und bin so, wieder die Stange. ja, aber ansonsten, was mache ich so? Weiß ich nicht, was, man hat gar nicht so viel. Das ist wirklich so ein Ding, ne? Man hat so die klassischen Standards, aber sonst ist man ja vom Leben richtig eingespannt. Ja, irgendwie, ja. Aber gut, reicht ja auch. Paul ist ja auch sehr herausfordernd. Sehr interessante Persönlichkeit, nicht? Naja, wieso? Also ich würde auch nicht jetzt im Stegreif sagen können, was ich so... Ja, wie würdest du das beantworten? Ich glaube, ich auch sehr banal. Ich gehe ins Fitnessstudio sehr gerne. Mit Freunden, die Standardsachen halt wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Ich koche, ich hasse Kochen. Ich auch. Guck mal, Lieferando ist mein bester Freund, das ist schlimm. Same, ganz schlimm. Vor allem für meinen Geldbeutel ist das sehr schlimm. Ich gucke da gar nicht mehr drauf, ich bin so... nein. Ja, verstehe. Also, ja, ich hasse Kochen. Ich hasse wirklich Kochen. Also ich koche gerne für andere, so als Geste. Aber wenn es um mich selber geht, bin ich immer so, Nudeln reichen auch. Ja. Furchtbar. Ich finde Kochen zusammen schön. Finde ich auch. Ich werde halt einfach lieber bekocht. So. Das ist echt so ein Ding. Ne? Ich hätte gerne so einen Chef oder so. Aber es ist halt auch, naja, egal, anyways. Okay, Princess Charming. Spring mir mal in Folge 1 rein. Wie hast du dich da gefühlt, als du einfach so... als fucking Princess, dann da standest mit diesem Geländer, mit diesen Flügeln da und drunter geguckt hast. Also schon auch so, also Klassengesellschaft. Voll. Also ich glaube, für mich war es erstmal, ich war ein bisschen weniger nervös, weil ich die Frauen ja schon gesehen habe. Stimmt, ja? Das war so cool. Ich fand das so cool. Iconic. Und dadurch hatte ich halt die Gesichter alle schon mal gesehen am Flughafen und so. Und dann war das so ein bisschen... Ne? Ja. Man guckt in Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Voll. Aber es ist schon weird. Du stehst da auf einmal da oben und dann so von unten so, hallo. Ja, voll. Das ist schon eine unangenehme Situation, aber ich bin dann ja auch relativ schnell runter da. Ja, du so, okay. Okay, ciao. Verstehe. Ja. Okay, aber ich muss echt vorweg, bevor wir jetzt überhaupt reinstarten, erstmal sagen, ich finde, du hast das so souverän gemacht. Danke. Ich habe voll noch vergessen, wie jung du bist. Ja. Und das finde ich richtig crazy, weil gerade auch in Folge 3 direkt dieses Öffnen vor letztendlich fremden Menschen und so. Voll, ja. Da gehört schon gut dazu, finde ich. Also ich finde, das ist so gut gemacht. Du warst auch so nahbar die ganze Zeit. Ich finde, gerade so die Staffel davor hat man schon diese Klassengesellschaft sehr viel mehr gemerkt, weil ich finde, die Princess da sehr viel mehr auf den Podest gestellt wurde. Aber ich habe es einfach auch Typsache. Ich finde, du hast das sehr gut gemacht, immer diese Nahbarkeit zu bewahren. Finde ich, hast du schön gemacht. Dankeschön. Bitte. Was war denn für dich so während des Drehs für dich persönlich so die größte Herausforderung? Da gab es sicherlich ein paar. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, die größte Herausforderung war
dass ich allen gerecht werden wollte und wirklich so offen wie möglich jeder einzelnen Frau gegenüber sein wollte und halt ja irgendwie mit Zeit für jede zu nehmen und. Und das ist aber gar nicht so leicht. Nee, ne, du hast ja auch einen begrenzten Zeitrahmen, was die ganzen Gespräche betrifft. Voll, ja. Also, was hast du eigentlich gemacht? Das kann man, glaube ich, nicht fragen. Was denn? Was du während die anderen in der Villa gemacht waren, wo du gemacht hast. Ich glaube schon, dass ich das sagen kann. Okay, dann nochmal. Was hast du denn eigentlich gemacht, als du nicht in der Villa warst, bei den anderen? Also, was macht man da so? Liest man da ein Buch oder schreibt man da die Bachelorarbeit oder was macht man da? Nee, ehrlich gesagt gab es eigentlich kaum einen Moment, wo ich einfach in der Villa gechillt habe. Oh. Weil wir eigentlich immer irgendwelche Einspiele oder was auch immer gedreht haben. Also ich habe immer irgendwas gedreht, was man an dem Tag vorher nicht geschafft hat. Dann haben wir das dazwischen gequetscht. Oh Gott. Oder für die Dates, da war ich auch immer schon viel früher da. Ah. Und das heißt irgendwie, ich war immer 24/7 eigentlich busy. Also ich war immer irgendwie unterwegs. Okay, ja. Also gar nicht so viel Zeit in der Villa gehabt alleine. Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Das ist auch wild. Ja. Hast du geschlafen? Wenig. Okay, verstehe, okay. Also gutes Make-up gehabt wahrscheinlich dann auch. Sehr, sehr gutes Make-up, ja. Okay, na gut. Okay, springen wir mal zur Folge 3. Ich finde, das war so für mich persönlich ironischerweise so die emotionalste Folge. Für dich vielleicht auch, I don't know. Erstmal habe ich ja schon gerade gesagt, vor fremden Menschen das so zu sagen mit der Klinik und Co., hast du das irgendwie vorher dir vorgenommen? Oder ich fand, es wirkte sehr souverän. Also gar nicht irgendwie, was ja gut ist, irgendwie so verängstigt oder so oder so zurückhaltend. Ich finde, das war sehr souverän, vom Schnitt her zumindest. Ja. Hast du dir das vorgenommen oder war das einfach the right place? Oder ich weiß nicht. Ich habe mir das überhaupt nicht vorgenommen. Es war tatsächlich irgendwie, war das auf einmal so, ist auf einmal so rausgekommen. Ja. Und ich glaube aber, dass das so souverän wirkte, weil in dem Moment, da waren ja auch wir fast alle zusammen. Ja. Und das war einfach, es hat sich einfach so sicher angefühlt und ich habe mich wohl gefühlt. Und ich glaube, dass dieses Environment einfach mit den Frauen dazu geführt hat, dass ich das dann einfach so rausgeplappert habe. Ja, ich war dann im Nachhinein auch ein bisschen überrascht. Ja, ne? Also ich hätte es ja in Folge 7 oder so, hätte ich es voll cool gefunden. Also ich habe es sowieso cool gefunden, aber ich war so, Folge 3 ist quick. Smills, okay. Ja, krass, ich weiß. Okay. Ja, ist irgendwie passiert. Aber finde ich voll cool. Also ich, das war nochmal so die nächste Tiefe in der Show, finde ich. Weil es geht ja primär nicht nur ums Daten. Du erfährst ja auch über die Princesses und Prinzen gar nicht so viel. Voll. Und ich finde, das war auch für Leute, die das vielleicht auch durchleben, auch so ein Mutmacher, darüber einfach zu reden. Und das fand ich richtig cool. Ja, ich finde auch irgendwie, habe ich mir jetzt so gedacht, das repräsentiert halt voll das reale Dating-Leben. Ja. Weil halt so viele Menschen mentale Probleme haben. Und gerade im Daten ist das ja auch immer eine Challenge. Ja. Deswegen eigentlich repräsentiert das das Dating voll heutzutage irgendwie, oder? Ist einfach super nahbar, finde ich. Also es macht auch verletzlich, finde ich, was wiederum sehr menschlich ist, was ich wiederum sehr sympathisch finde. Ja. Weil ich finde mal diese ganzen Celebrities und so, sage ich mal, die sich immer perfekt zeigen wollen, finde ich viel unnahbarer als Menschen, die voll auch, ist ja kein Fehler, zu ihren, zu ihrem Leben einfach stehen. Ja. Das finde ich cool. Ja. Apropos Leben. In Folge 3 war das, glaube ich, auch mit Daisy und Alena so ein bisschen, ne? Diese Eskalation, sage ich mal, dieses Offenbaren. War das Folge 3? Ich weiß nicht, 4? Folge 4? Ich glaube, es war Folge da irgendwo. Okay. Hab's nur 5-mal gesehen, die Folge, aber hey. was ist da passiert? Also zwischen, ich finde Daisy cool und hot und irgendwie auch anziehend, über da ist noch Alena zu, sie geht ohne Tschüss zu sagen. Wie hast du dich da gefühlt und was war da? Gute Frage. Ne? Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, Daisy war nicht eine der Favoritinnen. Hättest du sie im Finale gesehen, zu dem Zeitpunkt? Boah, das kann ich, hätte ich noch nicht sagen können. Okay, verstehe. Aber ich habe sie auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt sehr weit vorne gesehen. Wir hatten ja auch unseren ersten Kurs und so. Sehr schnell, der Kuss. Ja, genau. Also das Tempo war sehr schnell. Der war sehr schnell. Ja, wenn es so gewesen wäre, wäre es weniger unangenehm das gewesen, glaube ich. So. Und ich war, ich glaube, es war einfach in dem Moment, als sie mir das gesagt haben, war ich einfach sehr überrumpelt. Und ich hatte dann ja keinen Augenblick, da kurz irgendwie drüber nachzudenken, weil dann ja, ne, die Show must go on. Ja, und dann kam die nächste und die nächste. Und stimmt, ja.
genau, und man hat zum Beispiel auch noch gar nicht alles gesehen. Es kam ja erst Kim, mhm, und dann kam Natalie. Ja. Und es wurde nicht gezeigt, dass Natalie mir da noch einen Zettel in die Hand gedrückt hat. Und da stand auf jeden Fall sehr viel Juice drauf. Und das, Natalie wusste natürlich Juice nicht, dass ich gerade komplett Juice. Also so flirty? Juice. Okay. Ja, flirty auf jeden Fall. Und natürlich wussten sowohl Kim als auch Natalie nicht, dass ich da gerade so eine schwierige Konversation hatte. Deswegen nehme ich denen das nicht übel, aber das war einfach so viel auf Mal. Ja. Und ja, weiß ich auch nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass Elena und Daisy sich geküsst haben. Also ich habe das gar nicht so interpretiert. Mhm. Ich wusste das bis vor, vielleicht 2 Monaten immer noch nicht. Ach so, ja, ist ja auch wild, weil du siehst ja auch diese ganzen Interviews nicht alle, ne? Ja. Das ist sie zuerst in der Show. Ja. Wie ist das für dich eigentlich? Also, dumme Frage vielleicht, aber bist du dann überrascht oder bist du dann so, true, oder also? Also, ein bisschen, also jetzt gerade mit der Situation mit Elena Daisy war ich schon so, okay, krass, irgendwie habe ich das gar nicht so heftig wahrgenommen. Ja. Ist schon komisch manchmal, aber ist auch sehr interessant, mal endlich sehen zu können, was da so abging. Voll. Ja. Du hast ja gesagt, im Wiedersehen, dass du mit Daisy, oder Daisy hat gesagt, dass ihr da nochmal drüber geredet habt. Ja. War das mit Elena auch so oder war das eher auf der Daisy-Seite? Weil da gehören ja irgendwie 2,5 dazu. 2. Ja, also ich glaube, wir haben das eher so wirklich sehr getrennt. Okay. Also es war wirklich so, Daisy und ich haben so für uns drüber geredet. Und mit Elena habe ich kurz vor der Wiedersehen schon noch einmal telefoniert. aber halt sehr kurz nur und da ist jetzt nicht so super viel bei rumgekommen. Daisy und ich hatten wirklich mehrere Calls und haben da mehrmals drüber gesprochen, haben nach jeden Folgen uns abgedatet, wie es uns geht und so weiter. Mhm. Das war schon ein bisschen anders. Okay. Genau. Verstehe. Weil du es auch gerade gesagt hast, anders. Ich finde, also meine persönliche Auffassung war, dass Alina nur gesehen wurde, wenn ihr rumgemacht habt. Also ich weiß über Alina, ich könnte dir keinen einzigen Satz über Alina sagen, irgendwie so richtig. Ich hoffe, das war in der Villa anders. Also ihr habt wahrscheinlich auch Gespräche geführt, fernab der Kamera oder so, oder weiß ich nicht. Ja. Also ich könnte das nicht über sie sagen, ehrlich gesagt, außer dass sie halt gut rummacht, I guess. Also ich finde, bei dem Final-Date, da haben wir ein bisschen geredet. Das stimmt, ne? Ja. Hat man 3 Sätze oder so gesehen. Ja, genau. das Ding ist, sobald ein Kuss fällt, dann ist die Kamera an. Ja, verstehe. Und das alles andere ist dann unwichtig für den Schnitt quasi. Das stimmt. Deswegen frage ich, habt ihr auch mal Deep Talk gehabt oder war das eher alles so, du bist hot, deswegen Ja, also ein bisschen schon. Mhm. Also doch, wir haben schon ein bisschen, wir hatten ja auch einmal ein Einzeldate nach dem Kochdate. Da haben wir auch relativ viel geredet, da fiel auch noch kein Kuss. Und man hat auch zum Beispiel bei dem Date mit meiner Mama und meiner besten Freundin auch ein bisschen mehr bei Elena und die anderen erfahren. Okay. Es wurde auch super viel rausgeschnitten. Verstehe. Ja. Okay. In Folge 4 von Elsa, glaube ich. Ne? Folge 4 war das. Ja, ich glaube, kann gut sein. Wir hören das auf den Folgen. Wir reden einfach darüber, was passiert ist. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Das ist peinlich. ich persönlich fand diesen Auftritt sehr wild, weil ich einfach finde, wie zum Beispiel Steffi kam einfach in die Villa rein, dann war sie da. Ja. Das war komplett komisch. Ja, das verstehe ich. aber Elsa wurde ja auf so ein Podest gehoben. Ja, total. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also ich finde, entweder, also ich wusste leider schon, wer gewinnt. Mhm. Aber entweder war das ein huge Spoiler, weil du gibst dir so einer Person keinen Auftritt, die sofort rausgeht. Mhm. Also wie hast du das wahrgenommen? Also es war ja schon, sie wurde ja schon sehr hervorgehoben. Voll. Ja. Ich kann mir vorstellen, also das ist auch nur Spekulation. Ja, voll. Dass sie das gemacht haben, weil Elsa eben schon mal dabei war und Elsa damals schon eine sehr controversial und polarisierende. Sie war ja quasi die Staffel eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es deswegen einfach für the show war, für the drama. Verstehe. Weil, keine Ahnung. Aber ich habe es auch auf jeden Fall so empfunden. Yeah. Also Steffi und Melly, die waren auf einmal da. Das war so random. Ja, glaube ich. Du bist mit dem Talk, neue Leute sind da. Ja. Verstehe. Und dann mit Elsa war da so ein fast schon Final-Date gefühlt. Ja, ne? Also ich fand es auch wunderschön, dieses Date. Voll. Auch optisch sehr schön, aber ich war so, why? Ja, weiß ich auch nicht. Verstehe. Ja. Spoiler, Elsa und Nina waren ja im Finale. Hast du das schon früh gemerkt, dass die beiden sehr weit kommen werden? Also war das so eine Bauchsache oder ist es wirklich Entscheidung für Entscheidung immer wieder neu getroffen? Also es war schon so, dass ich immer mal wieder so FavoritInnen hatte, wo ich schon gedacht habe, ja okay, die werden weit kommen, wenn es so weiterhin so gut läuft. Aber ich habe trotzdem wirklich Entscheidungen von Entscheidung zu Entscheidung. Also es war wirklich so,
dass jeder einzelne Tag da immer so viel wieder verändern konnte. Also es war wirklich total krass, so von einem Date zum anderen hat sich auch immer so viel verändert. Man muss auch bedenken, es sind ja nicht wie in der Show gezeigt, irgendwie so immer so, weiß ich nicht, es wirkt immer sehr lang, finde ich, aber es sind ja für dich wahrscheinlich auch nur 10 Minuten oder so. Ja, ne? Also das ist schon sehr wenig, ja. Voll. Und deswegen, das ist wirklich, das switcht vom einen zum anderen die ganze Zeit. Ja, deswegen. Verstehe. Wonach bist du da gegangen? Kann man da schon von so Funken reden oder hast du dann die Entscheidungen festgemacht an, ich habe mit der Person jetzt hier 10 Minuten geredet, mit der anderen nur 5? Oder war das eher so eine Intuition? Oder? Also ganz am Anfang war das wirklich sehr intuitiv. Ja, glaube ich. Weil, ne, keine Ahnung. Wie willst du bitte alle merken, auch mal ganz ehrlich. Ja, genau. Und dann war das viel so, wie viel, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Mühe haben wir uns gegeben. Also wie, ne, hat die Person wirklich versucht, irgendwie mit mir zu reden und dies und das. Und dann halt auch einfach so, was Chemie angeht. Okay. Also einfach den Vibe direkt und Chemie und Also eher so ein Bauchgefühl eher. Ja, schon. Okay, voll. Was war denn so dein Lieblingsdate? Kannst du da eins festmachen? Oh, schwer. Ist, ja, I know, aber also ich fand die Elefanten schon sehr cute, muss ich sagen. Das war schon hot. Das war schon ein richtig, richtig tolles Date. Das war wirklich ein richtig, richtig tolles Date. Das würde ich auf jeden Fall sagen, das ist eins meiner Lieblingsdates. Mhm. Und dann fand ich auch das Final-Date mit Alaina auf diesen Boards saugeil, weil das Spaß gemacht hat. Das sah auch sehr funny aus, ich war auch ein bisschen neidisch. Ey, alle waren neidisch, auch hinter der Kamera, alle waren neidisch. Okay, das kann, wir wollen auch. Ja. Also wir wollten auch gar nicht mehr aufhören, das war so, so geil. Ja. Wie fandest du denn das Zipline-Date? Fand ich bisschen kurz, wäre gerne noch ein bisschen mehr gesipplein, aber es war auch total cool. Aber viel Gespräche gab es dann nicht, ne? Ja, es war das nur war halt für den Fun. Doof. Für ne, Kennenlernen und so war das natürlich doof, das stimmt. Das stimmt, ja voll. Wenn wir mal zum Finale springen, hast du ja gerade auch schon gesagt, Final-Date, wo bewegen wir uns da? War das schon für dich so eine Art Kribbeln im Bauch, verliebt sein, oder war das eher so, oh, ich könnte mir vorstellen, mich in die Person zu verlieben? Es war eher das Zweite. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich schon, wenn ich mit Elsa und Nina dann die Dates wirklich richtig hatte, in dem Moment auch mal Kribbeln hatte, so Kribbeln im Bauch und dachte, okay, voll toll. Aber dann ist man halt, sobald das zu Ende ist, ist man wieder so ein bisschen realitätsmäßig. Und deswegen war das eher ein, ich könnte mir vorstellen, mich wirklich in die Person zu verlieben und ich möchte die unbedingt weiterhin kennenlernen. Okay, gut. Elsa ist dann geworden, letztendlich. Ja. Wie haben deine Mama und deine beste Freundin darauf reagiert? Die haben ja schon alle kennenlernen dürfen. Ja. Okay, verstehe. Was war da die erste Reaktion? Also, ich habe tatsächlich als erstes mit meiner Mama auch telefoniert. Und meine Mama hat sich natürlich gefreut, aber hat hier schon angemerkt, dass sie jetzt eher auf Nina gehofft hat. Verstehe. Ich auch. Ja, ich glaube, da war ich nicht die Einzige. Also ich habe auch letztens noch mal mit ihr telefoniert darüber und sie meinte auch, ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Aber ich wollte enttäuscht das gleich, lassen. Wow, okay. und ja, aber die haben sich trotzdem gefreut. So. Okay, verstehe vor allem. War das für dich sehr, sehr knapp? Sure. Es war tatsächlich gar nicht for sure. Also es war wirklich erst kurz vor dem Finale, also in dem Moment, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was möchte ich den Frauen sagen, habe ich auch erst so, gedacht, okay. Ja. Verstehe. Weil das wirklich ja echt mega, mega schwer war. Und ich habe aber natürlich auch zum Beispiel, wir sind ja nach Bangkok geflogen und quasi die Off-Cam-Zeit auch so ein bisschen versucht, in meine Entscheidungen mit reinzufließen. Und die beiden Frauen habe ich noch mal in einer ganz anderen Situation kennengelernt. Hm. Stress, kein Schlaf, Flughafen, dies und das. Und ach, ihr wart auch zusammen bei der Reise nach? Ja, wir wurden immer getrennt. Hm. Aber man hat natürlich trotzdem irgendwie, wenn du ins selbe Flugzeug einsteigst klar. Und da habe ich dann natürlich auch die in Extremsituationen hinter der Kamera kennengelernt und sie auch mich. Und das habe ich zum Beispiel in meine Entscheidung auch mit einfließen lassen, so solche Dinge. Und dann, ja. Okay, verstehe. Ja. Verstehe. Ich finde, du wirkst gerade im Finale sehr verkopft. Mm. Und nicht verkrampft, das ist das falsche Wort, aber sehr mit dir selbst beschäftigt. Mm. Ich habe mich mal gefragt, was hat die Show mit dir so gemacht? Ja. Also mental vielleicht auch. Bist du eher in der Show gewachsen oder war es vielleicht eher
ein Rückschritt, auch damals versus heute? Mhm. Ich würde sagen, dass ich schon gewachsen bin, weil ich einfach für mich selber gemerkt habe, wie krass das ist, dass ich das so durchgezogen habe, weil es halt schon echt heftig anstrengend war. Ich glaube, es ist kein Urlaub. Das ist, nee, absolut kein Urlaub. Nee. Und ja, dass ich einfach stärker bin, als ich gedacht habe und habe einfach super viel über mich gelernt und deswegen glaube ich schon, dass ich jetzt zurückblickend denke, ich bin gewachsen, auch mit der Entscheidung. Also die Entscheidung, die ich getroffen habe, bereue ich zum Beispiel auch nicht, das werde ich ganz oft gefragt, weil ich die Zeit, die ich danach mit Elsa hatte, da habe ich ganz viel gelernt. Über dich? Und zwar, ja, okay. Und zwar, dass ich schon viel weiter bin, als ich früher mal war. Das ist cool. Und dass ich dieses Mal sagen kann, okay, nee, ich glaube, das passt doch nicht. Weil ich war früher jemand, ich habe mich dann so abhängig gemacht und war so, obwohl ich eigentlich nicht in dieser Beziehung sein möchte, bleibe ich jetzt hier, weil ich kann nicht alleine sein. Und dann habe ich jetzt in der Situation mit Elsa das erste Mal gemerkt, okay, ich habe die Kraft und den Mut zu sagen, nee, das passt doch nicht. Voll cool. Und deswegen, das war für mich voll dieses, okay, krass, du hast dich voll weiterentwickelt. Das ist richtig cool. Ja. Wie hast du es allgemein dann geschafft, dich für letztendlich 20 Frauen zu öffnen? Das ist ja auch schon, das ist ja schon krass. Schon. Also ich tue mir mit meinen Mauern schon auch sehr schwer, aber mal 20 letztendlich. Voll, ja. Hast du dich da irgendwie darauf vorbereitet? War es einfach so ein Let's go oder wie hast du es gemacht? Ich glaube, mein Vorteil war, dass ich schon so ein ganz bisschen Erfahrung hatte mit offenem Dating. Okay. Also meine Ex-Freundin und ich hatten auch irgendwie so was Artmäßiges wie offene Beziehung. Und dementsprechend war ich das schon irgendwie ein bisschen gewöhnt, mehrere Menschen auf einmal kennenzulernen. Jetzt nicht 20. Ja, das ist schon. Eigentlich eher so 2. Ja, ja. Oder 3 höchstens. Aber ja, 20 jetzt nicht. Aber ich glaube, das war so ein bisschen mein Vorteil, dass das jetzt nichts Neues für mich war. Also jetzt. Ja, du hast schon so gut auch geflirtet, bin ich. Also muss man auch schon können, finde ich. Ja, das habe ich aber auch von meiner Mama. Also das, ich flirte bis heute gerne und das liegt bei mir, glaube ich, so im Blut. Aber es ist ja für die Show gut an sich. Ja, voll. Schon bevor du wärst verschlossen gewesen und hättest alle rausgeschmissen gefühlt. Voll, ja. Ja, verstehe ich voll. Wiedersehen. Ja. Also, es ist ja gefühlt 80.000 Wochen später geworden. Also bin ich wirklich so sehr angespannt oder sehr... Ja, voll. Was hast du da erwartet oder was hast du gedacht, was passieren wird? Weil das war ja schon aus einer Angst heraus, nehme ich an, oder so? Oder warum warst du angespannt? Also zum einen, weil ich wirklich ganz stark PMS hatte und Verstehe. Ich habe auch wirklich während der Wiedersehensshow meine Tage bekommen. Oh wow, okay. Ich war einfach so emotional. Okay. Und ja, ich weiß auch nicht, also ich weiß, man sieht das auch total, wie angespannt ich bin. Ich weiß auch nicht so richtig, ich glaube, es war einfach, doch, ich glaube, ich weiß eigentlich, warum ich angespannt war, weil wir eben sagen mussten, okay, wir sind kein Paar und ich ein bisschen Sorge hatte, was von Elsa kommen könnte. Verstehe. Diesbezüglich. Ja. Wir haben zwar vorher drüber telefoniert und gesagt, okay, wir wollen eigentlich alles eher privat halten und so, aber trotzdem war das halt so. Du weißt ja nicht, was, wann man snappt oder so. Ja, genau. Und verstehe. Ja. Aber kann ich vollkommen verstehen. Also klar, wenn man trennt sich ja nicht ohne Grund. Also ich kann das verstehen, dass man dann einfach Angst hat, was dann vielleicht da auch an Backlash kommt oder so. Ja, ich kann voll. Das schon verstehen. Ja, also man will halt irgendwie nicht, also wir wollen nicht, dass, oder ich wollte nicht, wenn ihr mal kleiner. Ja. Dass irgendwas, keine Ahnung, dass jetzt publicly irgendwie mega breit getreten wird oder so. Dafür habe ich gar keine Energie und das. Es geht auch letztendlich gar keinem was an. Also was nach der Show passiert, ist ja eure Sache. Genau, und deswegen, ja. Verstehe. Das muss ich kurz die Frage lesen. Okay, das habe ich mich auch gefragt. Ist ja schon auch ein First Time für dich, so eine Show, obviously. Ja. So. Hättest du rückblickend was anders gemacht während der Produktion? Oder würdest du deinem älteren Ich jetzt Tipps geben, wie du das früher hättest anders machen können? Gute Frage. Ich glaube, ich würde, was die Show an sich angeht, was die Zeit an sich da angeht, eigentlich nichts anders machen. Ist ja schon mal gut, nehme ich an. Ja. Ich denke schon. Ja. Also, ich glaube, ich würde, das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde, wäre mir selber, ich war dort schon ganz oft so, okay,
was darf ich jetzt sagen? Mhm. Und ich war schon so ein bisschen eingeschüchtert von diesem ganzen Fernsehen und wir haben einen dicken Vertrag und dies und das. Yeah. Und ich glaube, jetzt rückblickend weiß ich, ich hätte ein bisschen chilliger sein können. Und aber ansonsten wirklich in der Show mit den Frauen oder so, ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Okay, was ging da durch den Kopf durch? Also es hieß, du bist jetzt die neue Princess Charming. War das für dich erstmal so, also warst du so, okay, geil, wann fangen wir an? Oder war das eher erstmal overwhelming? Es war sehr aufregend und es war sehr spontan. Also ich glaube, das stand fest, 4 Wochen vor Abflug. Das ist ja wild. Okay. Du zur Uni, so, ich kann jetzt erstmal nicht mehr kommen, es tut mir leid. Ja, es war auf jeden Fall sehr spontan. Ja, okay. Und keine Ahnung, es ist schwer zu realisieren gewesen, bis heute noch. Ja. Und aber ich habe mich einfach mega darauf gefreut und ich habe auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich war einfach, okay, let's do this. Okay, verstehe. Ja. Warum hast du dich eigentlich beworben? Ich finde das so eine sehr Standardfrage, aber du studierst ja, du wohnst in Deutschland, du hast auch ein Leben und wie hast du, also was war für dich die Intention dahinter, damit zu machen? Also meine damalige Mitbewohnerin, ach, die kennt ihr, die Yassi, genau, meine beste Freundin, wir haben die zweite Staffel gesehen und dann waren wir beide, so saßen auf der Couch und waren so, boah, das wäre so geil, wenn wir da auch mitmachen würden, wir beide so als Kandidatinnen, wäre voll witzig. Ne? Well. Und dann haben wir wirklich so aus Jux und Dollerei spontan einfach so ein Video aufgenommen. Und das dahin geschickt. Und das war, wie gesagt, noch während der zweiten Staffel. Also das war Ende August oder Mitte August letzten Jahres. Also super lange her. Und dann kam ewig lang nichts oder wie, oder? Genau, und dann kam bis Ende Januar nichts. Das ist so wild. Sehr wild. Okay. Und dann gingen die Castings los für die Kandidatinnen. Und dann wurde ich als Kandidatin gecastet. Und habe dann wieder ganz lange nichts gehört. Und dann kam der Anruf, ja, könntest du eventuell auch vorstellen, Princess zu sein? Dann würden wir dich auch einmal als Princess casten, das nochmal separat casten. Ah, okay. Und dann so eins zum anderen, verstehe. Ja. Hättest du dir auch als Kandidatin vorstellen können? 100%. Also okay. Das war auch tatsächlich, ich hab mich gar nicht als Princess gesehen erst. Ich war so, ey, hä? Also ich war zu dem Zeitpunkt 23, Studentin und da sind wir so, Leute, ich stehe überhaupt nicht mitten im Leben, so, hä? Das ist so der Anfang, ne? So, wird man mich ernst nehmen? Das war schon komisch und ich habe auch gedacht, so als Kandidatin habe ich mich einfach mehr gesehen, weil ich dachte, so bin ich einfach vom Typ mehr und ich habe mich jetzt nicht so in dieser Princess-Rolle gesehen, dieses sehr Ernste und dies und das. Deswegen war ich erst ein bisschen am Zweifeln, aber... Ich finde, das ist voll gut gemacht. Also sehr souverän, also voll toll. Du hast auch sehr frei gesprochen, finde ich, und viele Bilder benutzt. Nein, aber das Freisprechen ist schon wichtig, finde ich, dabei. Ja, schon, ja. Also ich finde, gerade so bei Prince Charming 2 merkt man die vielen Schnitte bei den Voice-Overs. Das war bei dir gar nicht, finde ich. Und das ist schon wichtig, auch für so eine Show. Das stimmt, ja. Das finde ich schon cool. Wie hättest du dir denn, also nochmal auf das Hongkong-Thema zurückzukommen, das ist auch sehr aufregend gewesen auch, wie hättest du dir denn das nach der Show vorgestellt? Also ist gar nicht irgendwie Werten gemeint oder so, es hat mich nur interessiert. Ich meine, du wärst nach Hongkong, I guess, geflogen oder auch nicht, also ne, so. Das ist ja, oder wie hättest du dir das Fundament nach dieser Show vorgestellt? Du wirst ja wahrscheinlich dir einen Plan gemacht haben oder nicht, ich weiß es nicht. Also ich wäre nach Hongkong. Ich wäre nach Hongkong. Das ist auch Lust. Süß. Wäre ich ja erst im September geflogen. Ja. Und die Show wurde ja im Frühling diesen Jahres gedreht. Also da wäre ich jetzt mit jemandem rausgegangen, wäre das auch weiterhin... Du hast recht, ne? Klar, wie dumm, ja klar. Eine Beziehung, dann wäre da erstmal einige Monate voll für uns und dazwischen und kein Hongkong. Ja. Und dann hätte ich ja mit meiner Partnerin entschieden, würde das funktionieren, wenn ich für 4 Monate in Hongkong bin und wieder zurückkomme oder... würde es nicht funktionieren. Also das ist ja eine Entscheidung, die würde ich dann nicht alleine treffen. Okay, klar, du hast recht. In meinem Kopf war das irgendwie so Show direkt Hongkong. Nee. Voll. Ja klar, dumm. Du hast ja viel früher gedreht schon. Ja. Ja klar, Mensch. Wie geht's dir denn eigentlich jetzt? Also wenn du das jetzt gerade alles siehst und so, ist das nochmal für dich emotional auffühlend oder ist das eher für dich so, Book is closed, next? Also es war, ich habe glaube ich so mit Folge 7 angefangen zu realisieren, dass das alles passiert ist. Bis Folge 7 war das sonst immer so, ja, nette Person da im Fernsehen. Auch gut.
Gesunder Abstand, würde ich nur sagen. Voll. Und habe dann auch erst so realisiert und so ein bisschen verarbeitet und bin dann eigentlich immer happier geworden. Dann hatte ich jetzt so einen kleinen Downer nach dem Finale, weil irgendwie dann ganz viele Leute ja sehr unzufrieden mit meiner Entscheidung waren und so. Und dann ist auch wild, dass sie dir einfach schreiben, hey, was soll das? Das ist schon krass. Das ist schon wild. Ja, aber also ja, ist schon heftig. Also das ist, finde ich, nicht respektlos, aber es geht schon in die Richtung. Also, ja, also ich finde schon, manche Sachen waren auch sehr grenzüberschreitend. Das glaube ich, ja, voll. Also das war nicht die Finalentscheidung, aber als ich Alaina rausgekickt habe, da habe ich ja Nachrichten bekommen von wegen Therapie wird teuer und so ein Kram und hast du nicht gesehen. Aber es war ja die richtige Entscheidung letztendlich, wie voll. Man jetzt merkt. Ja. Also die beiden sind ja auch direkt genau. zusammen. Also ja. da glaubt mir Leute, die Alaina wurde gut versorgt danach. Glaube ich auch. aber ja, auf jeden Fall schon krass, was Leute da manchmal schreiben. Aber ich habe auch so viele tolle Nachrichten bekommen. Ja, immerhin, zum Glück. So viele. Das erwähne ich, glaube ich, viel zu selten. Weil man ist dann so fokussiert auf diese ja. paar schlechten Nachrichten. Es können auch 10 gute kommen, ein negativer. Du bist immer auf diesem negativen voll, drauf. Voll ja. schade eigentlich auch. Voll. Deswegen, ja, und jetzt geht es mir gut und ich habe gemerkt, dass ich voll Lust irgendwie auf Fernsehen habe und irgendwie es Spaß macht, ja. Das wäre die nächste Frage gewesen, ob du nochmal dir vorstellen kannst. Ja. Ja? Auf jeden Fall. Also Fernsehen auf jeden Fall, aber nicht jetzt nicht irgendwie so... Dating. Also doch auch. Okay, na gut. Also eigentlich ist es egal, Hauptsache, also ich bin jetzt nicht so der Typ fürs Dschungelcamp oder so. Ja, okay. Sowas jetzt eher nicht. Aber sowas wie Let's Dance oder so eine Sache hätte ich total Lust drauf. Ich finde es richtig, richtig schöne Formate da draus gibt. Voll. Doch, ja. Okay, cool. Wo siehst du dich in der eigentlichen Zukunft geografisch? Also Deutschland ja scheinbar nicht. hast du da irgendwie Pläne für dich oder wie geht's denn nach deinem jetzigen Ort weiter? Ich bin tatsächlich sehr frei und hätte ich jetzt zum Beispiel eine Partnerin, wäre das super easy für mich, dann erstmal dahin zu ziehen oder so, weil ich, wie gesagt, nach meinem Studium super frei bin. Okay. Und super flexibel. Aber ich wollte schon immer nach Amsterdam ziehen. Bist du da nicht gerade? Nee, ich bin in Groningen. Ah, okay. Aber ich verbringe sehr viel Zeit in Amsterdam. Okay. Und ja, keine Ahnung, überall mal. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich muss überall einmal gewesen sein, ja. um zu sagen, wo ich wohnen möchte. Verstehe ich ein bisschen. Ja, schön wär's. Ja. ja, mal gucken, wo wir. Aber hast du so Favorites oder ist das eher gerade alles sehr offen? Also neben Amsterdam würde ich schon irgendwas Wärmeres so gut finden. Aber ja, ist es tatsächlich gerade. Also bei mir ist echt so, ich muss jetzt dieses Bachelorarbeit endlich fertig kriegen. Und dann... Ist alles offen. Dann gucke ich einfach. Verstehe, okay. Ja. Wie ist es eigentlich mit deiner Family, wenn du dann so weit weg bist? Dann trotzdem oft oder habt ihr viel Kontakt? Oder ist das dann eher so Weihnachten und fertig? Ich weiß ja nicht. Also die sind tatsächlich sehr von mir gewohnt. Okay. Ich war mit... mit 18 war ich ja für ein Jahr das erste Mal weg und so. Und ich war dann auch öfters irgendwie über meinen eigenen Geburtstag auf irgendwelchen Reisen oder dies und das. Also sie kennen das schon von mir und jetzt auch mit den Niederlanden. Wir haben halt über WhatsApp und Telefonkontakt, aber ich bin da sehr schlecht drin und das wissen die. Und deswegen ist das jetzt nicht jeden Tag, sondern wir haben da unseren Dreh gefunden und wir besuchen uns ab und zu und... Genau, also die kennen das nicht anders von mir. Okay, verstehe. Aber ist ja dann auch okay, wenn man das dann weiß? Weißt du, ich meine, da kann man sich ja darauf einstellen einfach. Total, ja. Voll schön. Ja. Also brauchst du die Show an sich so gar nicht? Nö, überhaupt nicht. Okay, voll. Und die Entscheidung auch okay für dich, hast du ja schon gerade gesagt. Genau, ich habe da viel draus gelernt. Ja. Was war denn so für dich das Emotionalste abschließend vielleicht? Also wahrscheinlich gibt es da eine ganze Menge Sachen. Mhm. Ich glaube auch, der Dreh war nicht immer einfach und ich glaube auch, das war ein... Durch Stress und Co. bedingt natürlich auch, warst du wahrscheinlich nicht auch immer anwesend, was ich meine. Aber gab es so Highlights, woran du jetzt sofort denken musst, wenn ich dich frage, weißt du, was ich meine, so, die dir sofort ins Auge stechen? Es gab die Szene, wo wir, das war nämlich, glaube ich, mit dem ganzen Daisy-Elena-Ding, wo wir in Richtung Meer geschrien haben. Das war ist immer noch eine meiner liebsten Szenen, wo wir einfach nur rausgeschrien haben. Das war richtig, richtig schön. Und hinter der Kamera die Zeit mit... Ich sage immer, meine Nanny, die die Interviews mit mir gemacht hat und immer an meiner Seite war und die
zweite ist, die mein Make-up gemacht hat. Hm. Und wir drei waren wirklich so immer wir drei zusammen und wir haben so krass, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geschrien, wir sind komplett bekloppt gegangen zusammen. Also hinter der Kamera yeah. war das so das Emotionalste für mich. So, voll ja. cool. Ja, voll schön. Schön. Ja, danke, dass du da warst. Das war eine wilde Reise, finde ich. Wie ja. sage ich das? ja. Danke für die voll Einladung. Cool. Ja, bitte, bitte. Ihr Kanal ist unten verlinkt, logischerweise. Ich denke mal, ihr folgt sowieso schon alle. Ich gehe davon aus. Cool, dann vielen Dank. Danke Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ciao, ciao. Ja, war doch süß. Ja. Hast du dich wohl geschützt? Voll.